Moin Freunde, willkommen zurück zu Ni No Kuni. Ich bin's wieder, euer Medbaron, und beim letzten Mal haben wir ein paar neue Zauber gelernt. Jetzt müssten wir den Wächter finden. Ich bin gespannt, was da noch so auf uns wartet. Ich glaube ja nicht, dass der Wächter so ein netter Kamerad ist wie alle anderen, die wir hier mittlerweile treffen durften. Nö, da geht's nicht weiter. Das ist schade. Ja, da müssen wir jetzt hier lang. Können wir eigentlich springen oder sowas? Und mir dröhnt gerade die Musik rein. Das ist ja richtig furios, was wir hier ins Ohr geschallt kriegen. Naja. Wahrscheinlich müssen wir dann jetzt nach links, ne? Ja, natürlich müssen wir nach links. Was denkt ihr denn? Nach links. Hoffentlich ist hier ein Zauberstab. Ein Weißbrot. Ja, lecker. Schmackofatz. Weißbrot. Njom, njom. Kann man mal sich vertilgen. Ist super gut. So. Ach. Flüsterfälle. Ah, da sind ja schon wieder Monster. Ich glaube, die sind stärker als die auf der Hauptkarte. Ich muss dich warnen, Olli. Da wimmelt's nur so von Monstern. Lass dich nicht erwischen, bevor du überhaupt beim Wächter ankommst, okay? Ich schaff das schon, Tröpfchen. Ich habe ja jetzt einen Vertrauten, der mir hilft. Bist ein tapferer Junge. Denk dran, wenn es brenzlig wird, benutzt lindernde Hand. Mach ich. Und vergiss nicht, was der alte Baumheini gesagt hat. Zum Zaubermenü kommst du ganz fix, indem du Kiste drückst. Solltest du dich mal mit dem Hauptmenü vertraut machen, wenn du schon dabei bist. Keine Sorge, du kannst nichts kaputt machen, egal wie viele Tasten du da drückst. Also probier ruhig ein bisschen rum, okay? Ja, mache ich gerne. Wenn du neue Fähigkeiten und so lernst, tauchen neue Optionen im Hauptmenü auf. Halt also die Augen offen und mach das Beste aus deinen neuen Spielsachen. Oh Mann, und das soll ich mir alles merken. Da wirst du dich schnell dran gewöhnen, Junge. Kein Stress. Und jetzt auf zu den Flüsterfällen und dann weiter zum Wächter des Waldes. Genau. Wir müssen ihm helfen, wieder normal zu werden. Ja. Okay, was haben wir denn hier Feines? Freunde und Vertraute. Hi, Alphons. Alles klar bei dir? Wir können ihn ausrüsten mit Waffen. Haben wir aber keine Waffen hier. Kreaturenkäfig. Alphons, möchtest du mal einen Kuchen haben? Ja, das macht dir Spaß, ne? Das ist lecker sowas, ne? Sowas magst du doch. Und Tröpfchen geht auch gerade ein bisschen freidrehender. Warte mal. Hier rechts ist wieder so ein... Ach, die kriegen wir hier hinterhergeschmissen ohne Ende. Ja, ja. Wir wollen mal speichern. Geh dir schnell. So. Zack. Das ging ja fix. So, dann gehen wir mal hier schön über den Fluss. Und da hinten, können wir den überraschen? Nein, er hat uns gehört. So ein Mist. Hätte ja sein können, dass er uns nicht hört. Hüpfelchen. Aber den kennen wir ja schon. So stark ist er ja wirklich nicht. Oh ne, fangen wir mal mit Olli an. Ja, bin ja Olli Polly, ne? Jetzt kochen die Lords hier. So. Jetzt hau den doch mal ab vor der Nase. Ach, du bist gerade im Dunkeln. Du kannst da nichts sehen. Schade. Ach, geht trotzdem. So, zack. Yukata, oder was sagt ihr Japaner zu solchen Momenten? So, weiter geht's. Rein in den finsteren Forst. Und da hinten ist wieder ein Vieh. Hi! Ach, natürlich ist er auch auf Krawall gebürstet. Kann ja nicht sein, dass hier die Viecher einfach mal von mir fliehen. Zwicker-Zwacker. Ja, dann fangen wir mal mit Alphons an. So, dürfte schwierig werden. Okay, hau mal. So, zack. Ah, ein Spucker. Ja, das ist schwierig. Warte mal. Okay. Mir wurde gesagt, dass ich mit... normalerweise mit Kiste mein Zaubermenü benutzen kann, aber das geht scheinbar nicht im Kampf. So, Feuerball gegen Zwicker-Zwacker. Du siehst aus, als würde dir das nicht gut gefallen, wenn ich dir mal ein bisschen
die Nase verkokel. He, he, he. So, dann wollen wir mal weiter jetzt hier. Komm, zack, zack, zack. Kann nicht so lange dauern. Einen Kuchen gibt's. Hier, Alphons, kannst nachher einen Kuchen fressen. Bist schön fett. Dann kannst nicht mehr kämpfen. So wollen wir das. Und dann kriegst du einen Riegel Schokolade noch hinterher. Ja, moin. Friss einfach alles, was ich hier im Inventar hab. Tag. So. Verdammt, da habe ich doch glatt verbannt, dir noch was über Vertraute zu erzählen. Ja, was denn? Das ist wichtig, Olli. Also gut aufpassen, okay? Ich hab dir doch gezeigt, wie deine vertrauten Tricks vollführen, oder? Nu, wenn die kleinen Kerlchen stärker werden, lernen sie auch neue Tricks. Wenn du sehen willst, welche Tricks deine Vertrauten drauf haben, kannst du Freunde und Vertraute im Hauptmenü aufrufen. Tricks unterscheiden sich ein wenig von Magie. Du musst verstehen, dass jeder einzelne Trick ein Befehlsfeld belegt. Drück unter Freunde und Vertraute Dreieck und du kannst die Befehlsfelder, die für Tricks benutzt werden, ändern. Ach ja, aber fällt mir ein Vertrauter kann sich höchstens 8 Tricks gleichzeitig erinnern. Das heißt, wenn er etwas Neues lernen soll, muss er was Altes vergessen. So kannst du einem alten Vertrauten neue Tricks beibringen. Jedenfalls musst du dem Befehlsrat deines Vertrauten einen Trick zuweisen. Machst du das nicht, kannst du den Trick auch nicht im Kampf benutzen. Ganz einfach. Okay, ich glaube, ich hab's kapiert. War ja jetzt auch nicht so schwierig, ne? Nein! Nein! Springt auf einmal ein Huhn aus dem Busch. Du kannst doch nicht machen. So. Ich habe ja jetzt nicht wirklich einen strategischen Vorteil, wenn ich meinen Vertrauten da benutze, ne? Ich meine, der kann sich nicht heilen und der ist sowieso doof. Aber Alphons ist ein guter, ne? Könnte sich eigentlich auch entwickeln, das wäre schön. Nicht so ein Mega-Alphons irgendwann. So ein iPhones. So von Apple so ein. Ihr wisst, was ich meine, ne? Oh, komm, wir kriegen eine Faust. Komm, so schlecht war der nicht. Faust. Faust. Ich geb Wörtchen los. Ach, hier war eine Kiste. Ich kann nicht Brofist verlangen und gleichzeitig hier in die Botanik gucken. Das geht nicht. Das kann ich nicht tun. So, und da hinten sind... Ach du Scheiße. Ach, jetzt geht es. Lindern der Hand. So. Ja, ich muss demnächst mal eine Leveling-Phase machen, aber damit verschone ich euch. Das mache ich alles off-cam. Mieser Spießer, das ist so einer wie ich. So, keine MP mehr, das ist schade. So, jetzt... Au, ihm wird zwischen den Augen nah, Alphons. Du bist mein Vertrauter, du bist mein Kampfeswille. Du musst momentan der Stärkste im Wald sein. Und nicht so eine kleine Gewürzgurke da, die man orange angemalt hat. Das ist nicht vorgesehen, Alphons. Du musst dich mal ein bisschen anstrengen. Du bist nämlich auch austauschbar. Wahrscheinlich kriege ich später noch andere Viecher. Die sind dann besser als du. Was sagst du dann? Dann bist du raus. Dann bist du einfach nur raus. Hüpfelchen. Gambaro, ja. Warte mal. So, Alphons bringen. So, hau den mal weit auf die Fresse. So, genau. Aber irgendwie ist er ja schon stark, der Kleine, ne? Aber er kann eben nicht zaubern. Na, ja, vielleicht können das seine Kumpels irgendwann. Beziehungsweise, wenn er zaubert, dann zieht mir das ja auch MP ab. Da bringt er jetzt nicht so viel dann. Eine Flasche Eiskaffee habe ich gefunden. Was sie hier alles im Wald liegen lassen, ne? Packen sie es in eine Schatztruhe und es ist wertvoll. Genau. Ich hätte jetzt gesagt, das wäre Müll. Nö. So, ist hier noch was? Ach, guck mal, da ist doch noch so ein Bursche. Im letzten Moment dreht er sich dann um. Erinnert sich dann daran. Ach, ich bin ja auch noch Leistungsträger hier. So. Ja, machen wir mal Linda in der Hand. So, und dann wechseln wir mal auf. Ja, teilweise kann ich meine Fähigkeiten nicht benutzen. Das ist Balancing. Das muss. Wäre ja auch zu unfair sonst. So, zack, Scheißspießer. Weg mit dir. Ach, ich habe jetzt ganz vergessen, dass ich auch diese ganzen Knüdels hier aufsammeln kann. Ha, habe ich gar nicht gemacht. So, Oliver ist auf Level 4. Ja, das sieht doch super aus. Hauptsache 4 Magiepunkte, mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Guck doch mal auf die Karte, das sieht aus wie so ein... Ne? Ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber... Ich finde, das sieht aus wie ein... Ne?
Ihr wisst schon. Aber wo muss ich jetzt lang? Ich wollte eigentlich da unten nochmal gucken. Machen wir das mal hier lang. Guck mal, da ist ein Gerippe. Ihhh, gruselig. Komm ich hier vorbei? Ach, Oliver, gib dir mal Mühe. Da hinten ist eine blaue Truhe. Die ist bestimmt um einiges wertvoller als so eine pisselige grüne. Oder rote, oder was? Ach, hier ist ja wieder ein Gegner. Hi! Makinayo! Makinayo! Ganbarinas! So, gib mal Feuer hier, Alfons. Zack. So. Und tschüssi! Nice! Nice ist das. Ha. So, und hier gibt's Lebensenergie zurück. Ist zwar nur ein kleiner Hungerlohn, aber besser als Fritten aus der Mülltonne ist das allemal. So. Ah, neue Stufe für beide. Das ist ja... Jetzt bin ich ja mittlerweile geradezu mächtig. Ha. Jetzt können die mir alle nichts mehr. Nee, ich finde, in diesem Spiel merkt man das schon. Anders als bei anderen Action-RPGs. Wenn man ein Level Up hat, dann ist man stärker. Bei anderen Action-RPGs ist das ja manchmal so, da merkt man da nicht wirklich was von. Ich bin mal Pussy und speichere nochmal. Wahrscheinlich ist jetzt hier gleich der Wächter und will mir ans Leder. Das kann ich natürlich so nicht zulassen. So, rein hier. Hallo? Hallo? Hallo, Freunde? Da hinten ist... Sag ich doch. Der kommt jetzt und ist böse. Der will uns beißen. Warte, Olli. Was ist denn? Hör mal, da kommt wer. Aber ich... Er ist es. Es ist der verflixte Wächter. Das ist er. Das ist der Mann fürs Leben. Ich hab mir gefickt, wie schön. Oh. Also, wie war das jetzt noch? Aus ist wo? Die kriegt er niemals kaputt. Guck mal, der hält. Boah. Der nimmt doch jetzt schon Anlauf. Und dann. Und Alfons, gib ihm was auf die Fresse, los! Zack, zack, zack. Warte mal, der besteht doch bestimmt aus Pflanzen, oder? Hey, das sieht ziemlich übel aus, Olli. Am besten du schützt dich irgendwie. Wo der Verteidigungsbefehl ist, weißt du, oder? Benutz ihn, sonst hast du Ärger am Hals. Deckung, aber Dali! Sturmwind. Nice! Toll gemacht, Olli. Schick, schick, schick. Verteidigst du dich gegen solche heftigen Angriffe, kann das einen tollen kleinen Bonus abwerfen. Wenn er eine fiese Attacke vorbereitet, solltest du schnellstens in Abwehrstellung gehen. Okay, das tut er jetzt aber nicht mehr. Ich habe eine Idee, pass auf. Ich gehe jetzt am besten erstmal von ihm weg, wenn er da so ausholt. Das ist bestimmt böse, wenn er mich trifft. Ja, macht Schaden, das ist auf jeden Fall, aber... Aber er gibt mir auch gerne mal ein bisschen Paroli. Ach, guck mal, einer staunen. Tröpfchen wirft ja was ab. So, Linda in der Hand machen wir jetzt noch. Oh, nee. Verteidigen. Wow. Das war jetzt eine Zehntelsekunde, die du schneller warst, Freund. Ja, die schenke ich dir. Okay. So, Zauber, Feuerball. Gut. Ich glaube, das ist nicht intelligent, wenn ich die ganze Zeit diesen Zauber benutze. Los, Alfons, verteidige dich. Das ist nicht fair. Ist das fair? Nee, ist nicht fair, ne? Leute, ist es fair? Ich finde das überhaupt nicht fair. Ich verteidige mich und er betäubt mich und dann haut er mir nochmal was auf die Nase. Oh, meine Güte. Also, freundlich ist was anderes. So. Ihr wirft dir jetzt sowas hier ab. Okay. Ach so. Das läuft dann auch noch ab, die Verteidigung. Damit ich dann nicht einen auf ich stehe die ganze Zeit im Klippo machen kann. Nee, das ist natürlich sinnvoll.
Okay, ach, ich habe keine Ausdauer mehr mit ihm. Ah, ja, ja, ja. Dann macht das natürlich keinen Sinn, mit ihm weiterzukämpfen. Gib mir Mana! Gib mir Mana. War hier nicht gerade noch ein Grüner? Da war doch noch ein Grüner. Der ist doch so weit weg, das höre ich doch bis hierhin gar nicht. So. Moin. Au! Das ist doch gemein. Lass mich mal hier laufen. Okay. Linda in der Hand. Spielen wir mal. Aber er bereitet doch schon wieder was Großes vor. Das sehe ich doch von hier. Oh Gott, oh Gott. Wildes Gebrüll. Okay. Ach, Fehlschlag. Guck mal, wie gut ich bin. So, Feuerball. Futz. Und davon muss ich nur noch... Schick, das ist eine goldene Essenz. Das kleine Schätzchen kann all deine Lebenspunkte wiederherstellen. Und nicht nur das, es lässt dich auch einen Supertrick einsetzen, der keine MP verbraucht. Aber die Dinger bleiben nicht ewig da. Beeil dich und schnapp dir die Essenz, Olli. Na, dann holen wir uns die mal hier. Erzeugt einen gigantischen Flammenball. Ach. Tschüss. Ha, ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller. Ja, da guckst du, wa? Hehehe. Das hat er sich auch anders vorgestellt. Er hat sich auch am Anfang gedacht, boah, den Mettbaron greife ich mal an, aber... Und die Erfahrung gibt es hier ohne Ende. Und Geld. Und ein Geist der Wälder und alles. Guck mal hier. Alphons lernt den Trick Sandstreuer. Das ist ja wie bei Pokémon. So jemandem Sand ins Auge werfen. Ich kann nichts mehr sehen. Du hast eine Seite über den Wächter des Waldes erhalten. Na, bist jetzt wieder freundlich? Ja, einige Leute muss man erst verprügeln, damit die sich wieder beruhigen. Verdammt, das war knapp, Mann. Der Wächter, er ist zurück in den tiefsten Teil des Waldes. Glaubst du, er ist wieder normal? Kann ich auch nicht sagen, Junge, aber er hat... wenigstens nicht mehr diesen irren Blick drauf. Er wird sich wohl ein bisschen zurückziehen, um einen klaren Kopf zu bekommen und dann wieder ganz der alte Wächter sein. Aber was hat ihn denn so ausflippen lassen? Es war doch nicht etwa... Na klar war es das, nur Shadar konnte so etwas tun. Wir sollten uns vorsehen, wenn wir andere Wälder besuchen. Wächter gibt's nämlich überall. Jedenfalls haben wir unsere Pflicht erfüllt. Dann mal zurück zum ollen Baum, Ani, wa? Klar, gehen wir. Der Gleichmut im Herzen des Wächters des Waldes hat eine Geschichte im magischen Begleiter freigeschaltet. Du hast eine neue fantastische Geschichte erhalten. Das ist die Frage, soll ich euch das vorlesen? Oh, Kommentar PLZ. わしの親友ロックストーンを預けよ。わしに負けず劣らずの知識人じゃ。旅の案内人となってくれるだろう。ストーン先生とでも呼んでおけば機嫌よくいろいろと教えてくれるだろう。そしてもう一つがトレビ。お前たちが求めておったものだな。 これは人の心のかけらを入れる入れ物じゃ。抜け殻人を救うには、このトレビンと心を受け渡す魔法が必要になる。共に授けようぞ。長老様、ありがとうございます。おお、きちんとお礼が言えるいい子じゃ。それに引き換え。何ですの？ちゃんと言いますが、ありがとう、ありがとう。 相変わらずじゃのう。まあよい。では行くがよい。それと少年よ、たまにはここに戻ってきてこの長老に旅の話を聞かせてくれ。それが楽しみてここで待っておるからの。はい、長老様。ほな行こうか。ゴロネール王国に戻るで。あの門番を元に戻してやらんとあかんからな。 Spricht diese Steintafel auch mit uns? Ach, die sprechende Stein kann jetzt
Ah. Du hast eine Seite mit dem Zauber Herz empfangen erhalten. Du hast eine Seite mit dem Zauber Herz schenken erhalten. Du hast eine Seite mit dem Zauber Doppelherz trinken erhalten. Nee, habe ich nicht. So, das gucke ich mir aber noch an. Hier, sprechender Stein. Hallo. Lebenslehren, reden und laufen. Nun, meine jungen Freunde, ihr wollt also mehr über die elementaren und unerlässlichen Fähigkeiten der Fortbewegung und Kommunikation erfahren. Beschäftigen wir uns zunächst mit der Fortbewegung. Benutz einfach den linken Stick auf deinem Controller und du bewegst dich in die entsprechende Richtung. Neige L leicht, um gemächlich zu gehen, oder neige ihn stärker, um wie der Wind zu rennen. Kommen wir nun zur Kommunikation. Näherst du dich einer rätseligen Person, erscheint ein Smiley über deren Kopf. Mit X beginnst du ein Gespräch. Wenn du meine Ratschläge beherzigst, sollte es dir ein leichtes sein, dich in dieser Welt zurechtzufinden und alle möglichen Leute kennenzulernen. Leider verloren. Im Leben erfährt man Triumphe wie auch Niederlagen. Lass uns darüber reden, was zu tun ist, wenn man einen Kampf verliert. Wenn die LP aller Mitglieder der Gruppe auf Null gesunken sind, seid ihr besiegt. Das muss aber nicht das Ende bedeuten. Wähle fortsetzen und spiele genau an dem Punkt weiter, an dem du vor dem Kampf warst. Du wirst zwar etwas Geld verlieren, aber deine LP und MP werden voll wiederhergestellt. Natürlich solltest du deine Taktik überdenken, wenn du dem Kampf ständig besiegt wirst. Es ist ein schwieriges Thema, aber ich bin froh, dass du meinen Ausführungen über die Niederlage gelauscht hast. Okay. Den Rest kennen wir ja eigentlich alle schon. Ja, das haben wir alle schon gehört. Kreaturenkompendium. Ein Wicht. Ein Kämpferknirps, der ohne zu zögern selbst dem furchtbarsten Feind sich entgegenstellt. Ein Rhinosaurus. Diese Kreatur mag es eigentlich lieber ruhig, aber wenn man sie reißt, walzt sie ihre Gegner mit Vergnügen platt. Kleiner Kläffer. Diese struppigen Gesellen kann man oft auf Wiesen herumtollen sehen. Er ist ziemlich wasserscheu. Ein mieser Spießer. Ach, das gucke ich jetzt alles nicht. Das machen wir später mal. Ich muss hier definitiv mal so, keine Ahnung, ein paar Special Parts haben. Schreibt mir das. Wenn ich das mal machen soll, dann mache ich das gerne für euch. Ich setze mich gerne hier mal eine halbe Stunde hin und lese. Muss ja nicht Part des normalen Let's Plays sein. Wäre dann ja langweilig für euch. Also zumindest für die, die nur Action sehen wollen. Kann ich auch verstehen, ernsthaft. Ich würde mich auch nicht die ganze Zeit da hinsetzen wollen und dann zuhören, wie einer irgendwas vorliest. Daran würde dann nur alles hier zugrunde gehen. Und das möchte ich nicht. Also Leute, ich danke euch fürs Zuhören und wir sehen uns dann im nächsten Part von Ni no Kuni. Euer Matt Baron und tschüss.